Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meiner zweiten Ausgabe Mediabook Madness. Heute bei mir auf dem Tisch die drei Mediabooks von Die fliegende Guillotine, aka The Flying Guillotine, 1 bis 3 TVP und zweimal Shock Entertainment. Dann lasst uns mal anfangen. Hier der erste Teil. Hier das Cover. Lederhaptik. Das Bein und der Back. Als Extras haben wir Autokommentar mit Asio-China-Experten Bay Logan. TVP-Fassung, 90 Minuten, ist wahrscheinlich eine Integralfassung. Alter Kinotrailer, neuer Kinotrailer, neuer Trailer, Werbung, Musikvideos, VHS-Anfang, Werberatschlag. Dann lasst uns mal da reingucken. Hier die Blu-ray. Hier die DVD mit der Celestial-Version. Und die DVD mit der TVP-Version. Hier haben wir ein Innenprint. Hier ein Szenenfoto. Hier eine Collage. Dann lasst uns mal durchblättern. Das Booklet scheint verklebt zu sein. Hier ein schönes Kinoplakat. Oh, schön. Text ist von Nandorona. Scheint nicht viel Text zu sein. Nandorona. Und hier noch ein zweiter Text, der geschrieben ist, auch von Nandorona. Und wurde das zweimal erwähnt. Hier haben wir noch Aushangfotos, noch ein Kinoplakat und der Back vom Booklet. Und der zweite Teil. Hier mal das Cover, alles in matt gehalten. Das Bein, die Rückseite, Extras nur Trailerbilder, Galerie und 16-seitiges Booklet. Dann lass uns mal reingucken. Hier die Blu-ray-Disc und hier die DVD. Innenprint nicht sehr spektakulär. Hier die fliegende Guillotine. Hier noch den Titelschriftzug. Lass uns mal ins Booklet schauen. Bin mal gespannt, wer das Booklet verfasst hat. Die Gestaltung ist so nana. Wurde wahrscheinlich mit Paint erstellt, keine Ahnung. Eine schöne Mitte des Booklets mit einer geilen Filmszene. Oh, schön. Chinesische Aushangfotos. Auch noch mal ein paar Aushangfotos, chinesische. Und die Rückseite. Und der dritte Teil. Hier das Cover mit den Credits diesmal vorne drauf gedruckt. Hier das Bein, hier die Rückansicht. Als Extras auch nicht viel Großartiges drin, außer Trailer und Bildergalerie. So, dann lass uns mal reingucken. Hier die Blu-ray, hier die DVD, Innenprint wie beim zweiten Teil, hier die fliegende Guillotine, der Titelschriftzug. Dann lass uns mal durchs Booklet blättern. Hier auch ein sehr schönes Bild. Wengful Beauty. Hier die Gestaltung auch nicht auf sehr hohem Niveau. Hier wieder ein sehr scharfes Szenenbild. Man sieht es, Tilung, dürfte Tilung sein. Hier wieder schöne Aushangfotos. Hier auch nochmal. Übrigens, Booklet von Nandorona. Oder wie beim ersten und zweiten Teil. Ja,
durchgehend, jeweils immer Nandorona-Text vom ersten bis zum dritten. Ziemlich geil. So, das war's mit meinem zweiten MediaBook Madness Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen, mit mir zusammen die drei Dinger hier schnell auszupacken, kurzen Einblick zu gewinnen. Wie findet ihr das Format? Schreibt es unten in die Kommentare. Dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Tag. Guckt gerne Filme, guckt viele Filme. Ciao, ciao.